Ja. Ja, die kannst du echt kaputt hacken. So, Oh, vermehren sich Gott, oh die Gott, oh Hasen Gott. hier eigentlich? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich habe sechs Hasen hier drin. So, einen habe ich mir rausgenommen jetzt hier. Der ist mal aufgehangen jetzt hier. Ach nee, habe ich. Was habe ich denn hier für Fleisch mit? Warte mal. Generic Meat, okay. Oha, ich muss mal wieder ein Essen. Ich habe irgendwelches Fleisch mit von irgendeinem Tier, von dem ich nicht weiß, welches Tier es ist. Naja. Ich hänge es zum Trocknen auf. Es ist Es Fleisch. ist Fleisch. Fleisch tut gut. Fleisch ist unser Freund. Richtig. So. Achso, kann ich mir jetzt eigentlich schon mal irgendwie. Nee. Kann ich nicht. Energy. Achso, wobei Energy Mix. Wie ging das denn? Wie ging der denn nochmal? Komme jetzt gar nicht drauf. Aber ich kann mal hier so ein Rabbit Fur. Dann bastel ich mir nochmal so ein Beutelchen hier. So. Achso, ich wollte Baumstämme einsammeln, bevor die Eingeborenen kamen. Aber wo habe ich denn den Schlitten? Ach, hier ist schon wieder ein Hase. Alter, hier ist aber hier. Hier ist aber ordentlich Hasen. Schon wieder den nächsten Hasen gefangen. Du kannst mal die, also wenn du Essen brauchst, guck einfach in die Fallen rein. Ne? Ich klaue jetzt die ganze Okay. Zeit die Hasen raus und pack Also bei sie. mir zeigt jetzt an, dass wir hier, glaube ich, bloß noch vier Beine oder so brauchen. Warte mal, bei mir zeigt er. Bei dir zeigt er vier Beine. Jetzt ist er fertig bei mir. Ja, cool. Er brennt! Yeah! Yeah. Witzig. Bei dir zeigt er vier. Bei mir ist er fertig, jetzt brennt. Bei mir auch, ja. Super. Ja, haben wir gut gemacht. Jetzt müssen wir noch ein bisschen, jetzt müssen wir noch 82 Baumstämme sammeln. Warte mal, ich zähle 1, 2, 3, eine Menge. Okay. Das ist gut. Ich weiß auch gar nicht, wo ich den Schlitten hingestellt. Also Mist. hier hinten sind zwei. Der hier oben, den müsstest du, glaube ich, sehen, wo ich Warte. jetzt stehe. Nein. Okay. Aber ich hätte meinen irgendwo abgestellt, das weiß ich noch. Hier ist auch noch ein Schlitten. Moment. Nein, den sehe ich auch nicht. Okay. Wo ich denn meinen Schlitten abgestellt wurde? Habe ich den vor der Tür geparkt? Wo habe ich ihn hingeparkt vorhin? Mist. Nur falls brauche ich einfach mal. Ach, da ist er! Jetzt habe ich ihn gefunden. Wieso liegen hier so viele Baumstämme rum? Also, Warum? nee, ich meine jetzt hier. Ich meine jetzt hier oben auch noch gerade auf der Ecke hier. Da liegen Ja, auch da noch so oben, viele. weil davor, glaube ich, auch noch Bäume waren. Okay. Die sind hier irgendwie in alle Himmelsrichtungen gefallen. Sehr gut. Ja, Weiß ich. angeblich soll man jetzt in die Richtung, in die man hackt, also in die man guckt, soll der Baum auffallen. Ich glaube aber, das ist noch nicht ganz so möglich. Ist mir jetzt auch nicht aufgefallen. Ich habe auch nicht wirklich darauf geachtet. Ja, nee, aber es klappt, manchmal klappt es, aber irgendwie ist es auch anscheinend immer noch Zufallsprinzip. Ui, beim Stein rübergefahren. Kaputt. Oh, Gewitter. Es gewittert. So, und dann komme ich mit dem Schlitten mal angefahren und sauge noch ein bisschen Baumstämme auf. Hier liegen ja überall Körperteile verteilt rum. Ach, da hinten ist noch ein Schlitten. Jetzt sehe ich hier noch einen Schlitten. Witzig. Ich weiß nicht, ob es dein Schlitten ist. Aber ich sehe jetzt hier noch einen Ich stehen. habe hier noch einen Schlitten. Ich fahre hier gerade beim Schlitten. Ach so, okay. Aber es ist natürlich auch total cool, dass wenn du mit dem Schlitten fährst, du eigentlich überhaupt nicht siehst, wo du überhaupt fährst. Richtig, stimmt. Vor allem, wenn du noch zwei Baumstämme oben auf den Schultern hast. Alter, liegen hier viele Baumstämme rum. Also wenn ich den Schlitten direkt daneben stelle, brauche ich immer bloß E drücken. Ach so, ja, das stimmt, das kann natürlich sein. Hä? Witzig. Der Schlitten, in dem eben gerade noch alle Baumstämme drin waren, der ist jetzt leer. Anscheinend ist das ein Bug. Das war wahrscheinlich doch dein Schlitten. Weil die Baumstämme verschwanden gerade aus dem Schlitten. Okay. Ja, weiß auch nicht. Irgendwie ist das noch nicht ganz so. Es funktioniert noch nicht alles im Multiplayer, aber es funktioniert vieles.
Oh, der Multiplayer ist ja so lange oben noch nicht da, also von daher. Nee, das stimmt. Und dafür, dass es noch eine Alpha ist, Ja. darf man auch gar nicht so meckern. Immerhin gibt es einen Multiplayer. Genau, So. das ist ja schon mal viel wert. Ja, definitiv. Also das macht auch mehr Laune im Multiplayer. Also. Ja. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hinfahre hier. Zumindest ist die grobe Richtung. So, 50 von 106. Immerhin. So, jetzt gucken wir mal, ob mein Fleisch hier. Ach, das ist toll, das eine Stück. Jetzt wieder die Hälfte des Fleisches ist weg. Mist. Hätte ich mir das doch mal lieber gebraten. Der Hase sieht eben auch nett aus hier. Habt ihr euch schon Dieser vermehrt? Fünf, dreckigen sechs. Waschbärplage. Ja. Um die muss ich mich auch nochmal kümmern. Ich habe ja jetzt Pfeile. Gucken wir mal, ob ich. Mann, achso, erst muss ich was essen. Essen, essen, essen. Keine Beeren da. Schade. Das finde ich auch noch ein bisschen schade, dass du. Ach, wobei. Ah ne, bei DayZ konntest du Menschenfleisch essen. Echt? Ja. Das soll Boah, wohl. übel. Ja. Das ist aber echt krank. Ja, aber da fängt der Charakter auch irgendwann an, so rumzuschreien. So. Und, aber auch unkontrolliert. Das ist natürlich auch geil, wenn du dich vor irgendjemandem versteckst und einfach so machst. Ja, ist Also total praktisch. du kriegst wohl wirklich psychische Probleme. Also so in-game psychische Probleme, wenn du das Menschenfleisch gegessen hast. Finde ich aber auch charmant gelöst. Ja. Daisy ist aber auch schon irgendwie echt, irgendwie. Ja, das. Also DayZ ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Du läufst halt blöd in der Gegend rum die ganze Zeit. Mehr ist es eigentlich Ja. auch nicht. Und ich finde es eigentlich auch schade, dass das im Raum eigentlich nur PvP ist. Ja, Großteil zumindest, ja. Zombies gibt es ja nicht so viele. Also zumindest, so auf die meisten Server. Der PvP-Teil, der ist auch schon lustig und ist ja im Grunde genommen ist es auch eigentlich schon realistisch, Ja. ne? Weil ne, bei so einer Zombie-Apokalypse, wenn mir der Innere über den Weg läuft, ich würde nicht auf die Idee kommen, schon mal, wenn er eine Waffe in der Hand hat, den zu fragen, ob er friendly ist oder so. Sobald ich sehe, dass sich da was bewegt, schieße ich drauf. Ja, das stimmt. Aber ich hab's gehabt, ich hab 4 Stunden durch die Gegend geirrt, hab den Flugplatz gesucht, hab endlich einen gefunden, hab eine Waffe gefunden und wurde instant erschossen. Ja. Ja, das ist halt 4 Stunden das. Arbeit für den Arsch. Ja. Ja, Das ist das ist halt echt echt Mist. übel. Ja. Ja, und Und es gibt natürlich auch Friendly Server. Also ich habe jetzt auch irgendwie. ja, trotzdem wirst du erschossen. Auf dem Friendly Server? Nee, ich habe einen, da ist TeamSpeak Pflicht. Und Oh, da gibt es okay. eine Whitelist. Oh, das ist gut. Ja. Da ist das Problem aber, finde ich zumindest. Du denkst so, okay, ist friendly, du musst ja vor nichts Angst haben. So, dann sammelst du deinen ganzen Kram zusammen und denkst so, ja, und jetzt? Da ist aber der Vorteil, also es ist GoDayZ heißen die, da ist der Vorteil, dass die auch noch einen PvP-Server haben, also noch einen Ja. parallel laufenden PvP-Server. Das heißt, und das ist beides ein Persistence-Server, also das heißt, die Sachen, die du im Inventar drin hast, werden auf einen anderen Server übertragen. Cool. Ja, das heißt also, du kannst auf dem PvE-Server kannst die ganzen Sachen einsammeln. Und gehst dann auf den PvP-Server dich austoben. Genau. Oh, das ist super. Ja, müssen wir mal sonst mal irgendwann auch mal gucken. Jetzt mal eine Runde sonst zusammenspielen da. Oh ja. Ist mein Hase fertig? Ja, mein Hase ist fertig. Sehr schön. So vermehren sich die Apropos jetzt? Hase, ich müsste mir mal eben schnell mal noch einen zur Gemüte ziehen.
Ja, das Doofe ist, ich habe hier wirklich in dem Gehege sind 6 Hasen drin. Ja, Okay. habe ich alle fleißig eingesammelt. Nur kannst du die da nicht sehen, das ist halt der Nachteil des Ganzen. Da wäre echt noch super, wenn sie das irgendwie, wenn sie den Ja, wenn. Multiplayer auch zum Multiplayer machen würden. Ja. Ja, aktuell ist halt eher wie so ein Singleplayer im dualen Modus. Ja, So ein dass du bisschen halt nicht alleine zumindest. Bäume hackst. Richtig, ja. Die Hasenfallen wurden nicht ausgelöst, okay. Habe ich die ganzen Baumstämme jetzt schon mit. Oh, hier ist wieder ein Schlitten. Sehr schön. Tisch. Manchmal sieht man hier einfach so Schlitten rumstehen. Oh, der ist eine sich überschlagende Schlitten hier. So. So, dann sammeln wir die Baumstämme hier nochmal ein. Ja, furchtbar gern mal einen Hasen einsammeln. Ich würde gerne einen zur Verfügung stellen, aber die. Ich glaube, wir haben sie ein bisschen ausgerottet. Zumindest wirkt das fast so. Waschbär, Waschbär, Waschbär. Ach, ach, die sind aber auch schnell, diese Biester. Die halten noch nicht an. Normalerweise bremsen die ja irgendwann nochmal und halten nochmal an und bleiben noch kurz im Moment stehen, aber die Waschbären hier sind echt, die sind gut. Die Hier laufen. liegt doch ein Kopf im Wasser. Echt? Ich Ist wollte das gerade Wasser? sagen, jetzt habe ich einen Kopf in der Hand, wie eklig. Das Wasser bestimmt verseucht jetzt auch. Soll ich mal probieren? Ja. Ich sammle dich nicht wieder im Flugzeug auf, also. Aber der Weg ist ja nicht so weit. Oh, da liegen ganz viele Baumstämme noch im eingeborenen Dorf rum. Ja, Halleluja. dürften ein paar hingekullert sein. So, Schlitten. Hast du Baumstämme hingeschmissen? Ja. Okay. Habe ich gerade. Ich habe jetzt gerade den Schlitten wieder voll gemacht. Und. Hä? Wieso ist denn da wieder einer runtergefallen? Naja, egal. Warst zu schnell. Nee, ich hab den. Jetzt geht's, okay. Nee, da ist einer aus dem Schlitten ist rausgefallen. Und dann direkt neben mir gespawnt, komischerweise. Okay. Ja, es ist auch anscheinend so ein kleiner lustiger Bug hier. So. Ich bin mal gespannt, ob wir das Baumhaus noch fertig kriegen. Das Baumhaus ist schon hier, die große Kabine hier, die Log Cabin da. Klar, also muss noch 37 Blocks. Nicht mehr ganz. 33, 31, siehste, 28 noch. Naja, das ist auch schnell gemacht. Jo. In der Regel schon, ja. So, jetzt bin ich auch wieder voll. Jetzt kann ich auch wieder hacken. Hack, 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 Sehr hack. gut. Mein Magen ist witzigerweise jetzt auch die ganze Zeit schon wieder gefüllt. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt am Hasen lag. Ich habe noch einen gegessen, aber irgendwie verliere ich gerade nicht so viel. So, hast du hier noch Stämme? Ich glaube, im Dorf liegen noch welche. Ich muss mal schauen. Werde ich hier oben weiter hacken, dann fallen die hoffentlich auch besser ins Dorf. Ich glaube, im Dorf lagen noch irgendwo welche. Ich gucke jetzt gerade mal. Ach doch, da liegen noch ein paar. Oh ja, hier liegen noch welche in der Hütte drin. So. Hast du den Super Bowl gesehen? Kein Football-Fan? Nee, schlafen. Achso. Ja, war ich auch überlegen, ob ich schlafe, aber ich dachte, nee, komm. War irgendwie am Wochenende, ne? Ja, von Sonntag auf Montag, also vom 1. auf den 2. Februar. Ja, ich muss arbeiten. Ich Das musste auch ist. arbeiten. Stimmt, zum Montag. Ja. Nee, weil ich arbeite quasi. Ich habe Montag. Genau, meine Woche fängt Donnerstag an. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Ah, okay.
Und Dienstag, Mittwoch habe ich quasi frei. Auch praktisch. Ja, ist aber immer ein bisschen nervig. Ab und zu mal ein bisschen. Ja. Ja, klar, ist ein bisschen Umstellung, Umgewöhnung vom Wochenende Ja, her.